Willkommen, liebe Leute, zurück zu Plants vs. Zombies. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir zocken wieder eine Runde auf der Zombie-Seite. Ich bin gerade reingekommen. Wir haben tatsächlich den ersten Garten hier eingenommen. Krasse Truppe also am Start. Und wir fangen jetzt mal an hier mit dem Superkommando. Ich finde den eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn richtig, richtig geil. Diese Dreierschusswaffe macht, wenn ihr alle trifft, 45 Schaden. Und das ist schon ziemlich geil, einfach, weil es dick Schaden macht. Allerdings muss man natürlich sagen, ihr müsst treffen, ja. Ich glaube, ich habe jetzt bisher nicht festgestellt, dass es irgendwie Splash-Damage macht. Und ne, macht es auch nicht. Boah, hab ich den noch weggerotzt, die Sau. Boah, das war übel knapp. Oh, wow, 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 wow. Ich wollte noch, vor meinem Tod wollte ich noch eine Rakete da reinfeuern. Genau dazwischen. Genau dazwischen. Da will ich sie haben. Und ich habe nichts getroffen. Ich bin der geilste Hecht aller Zeiten. Habt ihr das gesehen? Oh Mann. So. Boah, Alter, der macht ja noch mehr Schaden sogar, wenn du näher rankommst. Alles klar, Mann. Superkommando hier am Start wieder. Okay. What the fuck? Ich stehe doch drinnen. Fuck! Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Boah, Leute, der Superkommando ist ja richtig krass. Der macht richtig Bock auch, weißt du? Weil der mal so ein bisschen anders schießt als, ja, als fast alle jetzt, außer die Citrus-Charaktere, wa? Sonst hat der keiner einen Dreierschuss. Oder rede ich jetzt wieder Blödsinn? Ich weiß es nicht. Belehrt mich, verbessert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich Blödsinn erzähle. Aber ich glaube nur noch die Citrus-Charaktere jetzt, die ja neu hinzugekommen ist. Ansonsten haben alle entweder Einzelschuss oder Schnellfeuer. Boah, besser ist sogar aus der Hüfte, ey, ohne Witz. Für mich. So, da krieg ich noch eine Vorlage. Oh, man, man. Yes, das ist meiner. Wow, 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 wow. Bruder, Bruder, pass auf. Da müsst ihr auch echt aufpassen bei den Minen. Wenn ein Gegner, also wenn ein Kumpel von euch drauf steht oder ganz daneben drauf steht, dann löst ihr sie natürlich automatisch aus. Aber wenn er daneben steht, könnt ihr dem auch Schaden hinzufügen. Soweit ich das mitbekommen habe. Ist jetzt noch nicht so oft passiert oder so. Ja, jetzt hier nicht irgendwie denken, ich hätte schon mal jemanden von meinem eigenen Team umgebracht oder so. Nee, nee. Das nicht. Das auf keinen Fall. Boah, ohne Scheiß, der haut richtig geil rein. Der haut richtig geil rein. Ihr seht es ja gerade selber. Ja, oh, ich habe ihn noch erwischt. Alles klar, so, neue Figur, neue Figur, neue Figur. Ich muss mir irgendwie so einen Ton einbauen, der dann kommt, wenn ich einen neuen Dingens nehme. Was nehme ich denn? Elektriker. Ich nehme den Landschaftsformer. Der ist geil, Mann. Der ist richtig geil. Der haut richtig gut rein auch. Der macht auch Bock zu zocken. Moment, ich hole mal kurz hier irgendwas. Und hier hole ich mal eben was fürs Team. Na klar, fürs Team holt er das. So kennen wir ihn. So kennen wir ihn einfach. Ja, Mann, hier. Zieht's euch rein, Mann. Zieht's euch rein. Den muss ich mitnehmen, ich wollte schon sagen. Ja. Oh shit! Bam! Wegramm die Sau! Ramm sie weg! Oh, da tötet. Aber was? Du hast mit dem Kill gesnappt, man. Wie zur Hölle hat er das denn geschafft jetzt? Scheiße, Mann. Oh Mann, Leute, ey, ohne Scheiß. Plants ist immer noch so geil, es macht immer noch Spaß. Ich meine, klar. Der Bärenwerfer ist sehr, sehr krass OP, finde ich. Da müssten sie echt irgendwas machen. Haben wir auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, was man da machen könnte. Erstmal natürlich würde ich den Schaden so ein bisschen runter machen. Und er hat ja 8 Geschosse. Ich würde vielleicht die auch runterschrauben. Ja? Vielleicht sogar halbieren oder sowas.
Weil der ist zu krass. Durch diesen Splash-Damage ist der einfach zu heftig. Weil den, da hast du ja immer, konstant immer 20 Schaden Splash-Damage und dafür musst du einfach nicht zielen können. Du musst nicht zielen können. Wenn du Leute direkt triffst und so weiter, dann musst du natürlich zielen, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Er ist schon ziemlich stark. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Aber es ist jetzt nicht unmöglich oder so, dass die Zombies nicht mehr gewinnen können. Das ist auch Blödsinn. Ah, Mist. Das war eine automatische Reaktion. Aber warte mal, wir haben ja den Garten eingenommen und ich fahre ja immer noch durch die Gegend mit dem Landschaftsformer. Ah, egal. Ich wechsle gleich einfach. Außerdem haben wir ja sowieso noch ein paar Gärten für uns, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. So. Bam, bam. Einfach mal reinhalten. Ey, warum auf mich? Was ist denn das? Ja, genau. Setz dich dahin. Hast du nochmal Glück gehabt, du kleiner Drecksack, du. Oh, fuck. Das ist mein Tod. Weg hier. Boah. Oh, Mann. Ey, ohne Witz, Leute, unterschätzt diese Nachtblume nicht. Die ist richtig gut. Da dürft ihr echt nicht denken, ah, die ist da gerade. Ist doch scheißegal. Nee. So, komm, zocken wir mal Dr. Giftig. Er ist perfekt ausgerüstet, oder? Perfekt designt mit der Waffe hier. Und mit dem hier vergifteten Topf auf dem Kopf. Mit der Tonne. So, warte mal, Leute, warum holt ihr denn nichts? Bin ich der Einzige, der hier was holt? So, Moment. So, jetzt hole ich mal hier die dicken, ganz dicken Zombies. Direkt vor den Garten kann man die hier holen. Der Garten müsste locker einzunehmen sein. Dahin kann man nochmal ein Vieh holen. Den sollte man auf jeden Fall locker einnehmen können. Weil, ja, hier müssen hier 5 Schritte laufen, da sind die schon im Garten. Jetzt lass mich mal hier durch. Yes. So, wir haben zwar gerade einen neuen Garten erreicht, aber den zocke ich jetzt noch ein bisschen länger hier, den Dr. Giftig. Trickshot! Das wär's gewesen, oder? Wo ist der Typ denn? Alles klar, den haben wir erledigt. So, und ich hoffe, meine Zombies kloppen nicht weiter auf die Nüsse da ein. So, dann kommen jetzt mal mit hier. So, was ist hier los hier? Dr. Gift ist am Start. Alles klar hier? Ja, alles klar. So, weiter geht's. Irgendwie ist, glaube ich, diese Map hier mit die längst... Alter, ich werde beschossen ohne Ende. Von wo? Wow! Ich war doch weit weg. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich hab den überhaupt nicht gesehen jetzt. Oh Mann, ey. Alles klar, nochmal rein. Alter, wie schnell sterbe ich? Ich muss irgendwas anderes überlegen. 9 Riese, warum tötest du mich, Mann? Was soll das? Sag mal, holen die mal jetzt den Teleporter oder so? Ja, natürlich. Ey, egal, wo du stehst. Überall warten sie schon auf dich. Ja, ich wollte schon sagen, ey, Sonnenblume, willst du es mit mir aufnehmen oder was? Und den rotz ich auch noch weg, Alter, ich bin so ein geiler Typ. Habt ihr das gesehen, ey? 1-3 Situation, ich hab's einfach gelöst. Als wär's gar nichts und ich bin fast tot. Und der Scheiß, die Scheiße. Na, weg hier, ey. Und ich hab ihn wieder weggebumst. Schnell, dich hol ich noch. Mach was draus, Junge. Ich hab dir ein neues Leben geschenkt. Ich bin jetzt dein neuer Daddy, ey. Oh, fuck.
ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg. Oh Gott, ich habe gar keine krassen Zombies mehr. Puh, schnell rein da. So. Schönen Weg verminen. Den auch noch schnell wegrotzen. Alter, mit dem Dr. Giftig eine 5er Abschussserie. Während ich mitten in der Action bin. Also das muss man schon mal hinkriegen erstmal. Das fand ich sehr geil eigentlich, Gott. Ohne mich jetzt zu sehr selbst zu loben. Aber das darf man ja auch mal machen, oder? Man ist jetzt nicht ins arrogante Gerät, weil das kann ich echt selber eklig, ekligerweise nicht ab. Weil arrogante Menschen, naja, das geht gar nicht. Egal. So. Was geht jetzt hier ab, ja. Da haben die... Du blöd... Ist das schon wieder der Feuerteufel, ey? Der wartet um die Ecke schon wieder. Oh Mann. Karl Dangerous. Alles klar. Jetzt spiele ich schon wieder den Garten komplett hier mit dem Typen. Aber ich überlege auch gerade. Wir haben ja noch dann zwei Gärten vor uns. Also den letzten Garten und dann das Haus. Aber ich würde gerne ins Haus vielleicht mit dem Olster reinlatschen. So Leute, jetzt ist die Zeit gekommen. Haut sie weg, haut sie weg, haut sie weg. Schön, schön, schön. Der voll... Hirni, kriegt's nicht mit! Leute, wo bin ich? Ich bin der Einzige, der drin ist. Waren da nicht gerade 5 Leute von mir? Wo bleibt ihr? Warum kommt ihr nicht mit rein, Jungs? Lass doch mal ein bisschen im Kreis tanzen. Ihr Rumpelschälchen. Und keiner holt den Teleporter. Das wäre jetzt unsere Chance gewesen. Das war jetzt unsere Chance gewesen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen... Dann war das der Knackpunkt gerade. Leute, oh mein Gott, ja. Das war's, das schaffen wir nicht. Oder? Doch, 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 bitte, bitte, bitte. Yes. Ja, warum kann ich nicht schießen? Ja, wie lange dauert denn das? Wie lange dauert es denn? Warum kann ich mich schon wieder aufregen? Bleib ruhig, Marcel, bleib ruhig. Chill mal dein Leben ein bisschen, chill mal dein Leben. So. Wie nehmen wir denn da? Hockeystar, wer war das denn nochmal? Ach, das war der. Nee, 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 den wechsle ich gleich wieder. Den mag ich ja überhaupt nicht, ja. Genau deswegen nicht. Weil es viel zu schnell überhitzt hier die Waffe. Komm mal, aus nächster Nähe macht er nur 5 Schaden, was zur Hölle. Nee, 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 der wird gleich gewechselt. Ja, alles klar. Scheiße, Mann, von wo? Angsthasepilz wieder. Habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. Baseballstar war auch scheiße. Cricketstar. Ich glaube, ich nehme eine Nummer. Ja, ich nehme eine Cricketstar. Komm. So geht's jetzt hier los. Keiner holt Zombies. Keiner holt irgendwas. Pinkelst du da gerade in die Ecke? Der eiskalt hier erwischt. Der Angsthasepilz, von da hinten ballert er wieder auf mich drauf, oder was? Rein, 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 rein! Bam! 5-fach Tech-Lügen! Oh, Mist. Boah, ich hab da gut reingehalten, auf jeden Fall. 9 Riese schon wieder. Du, was soll denn das? Hast du was gegen mich? Der hat was gegen mich, glaube ich. Oh Leute, kommt schon, Jungs. Ich kann leider keine Geil... Oh, doch, ich habe ja nur eins. Hä? Wo kommt das Plumpsklo-Zombie her? Ohne Witz, hatte ich nicht alle ausgegeben. Scheiß auf den Schnapper. Perfekt, perfekt. Stirb, du Lump! Oh Mann.
ich hab 24 Kills. Ja, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür, dass ich den ersten Garten komplett nicht mitgezockt habe. Geh mir nicht auf den Sack da hinten, ne? Den einen Typen hättest du auch mal wiederbeleben können, wa? So. Komm, das dauert zwar ein bisschen, aber in der Hoffnung, dass er derjenige ist, der den Teleporter aufstellt. Halt mal die Klappe da hin! Wer brüllt denn da wieder rein ins Mikrofon? Was zur Hölle? Was war das? Was war denn das? Ach, der Schüler. Das sagt alles. Das sagt alles. Klar regt es einen auf. Und klar ist der Typ einfach eiskalt overpowered. Auf jeden Fall. Aber wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Ich meine, 1 zu 6, das sagt schon alles. Das sagt schon alles, dass er mich 6 Mal getötet hat. Das sagt alles, Mann. Aber egal. Was soll's? Oh Gott, ich hab's zu spät gesehen. Ich hab's einfach zu spät gesehen. Jetzt verteidigen die richtig gut. Scheiß, die waren dann. Okay. What the fuck? Oh Mann, dieser neue Bug, der nervt so krass. Ja, natürlich! Jetzt geht's wieder los mit der Drecksaufnahme. Weißt du, wenn die Scheißsteuerung jetzt wieder so schwammig ist, dann flipp ich aus. Nee, es geht. Nee, es ist schwammig. Geile Sache, Mann. Oh Mann, ey. Es ist so schlimm. Ja, natürlich! Bin ich der Einzige, der versucht, da reinzugehen? Bin ich's wieder? Leute, ohne Scheiß, dieses Drecksteam hier, ja. Auf den letzten Metern. Leute, enttäuscht mich doch jetzt nicht auf den letzten Metern. Enttäuscht mich bitte nicht. Wir können es schaffen. Gemeinsam können wir es einfach mal schaffen. Ja, natürlich. What the fuck, Alter? Seit wann haben die einen Explosionsradius? Ich dachte nur, wenn du direkt getroffen wirst, bist du tot. Alles klar, Jungs, alles klar. Kannst du einfach vergessen. Kannst du einfach vergessen. Ja klar, bei sowas kannst du es einfach vergessen. Der ist da oben drauf, den kriegst du da nicht weg. Das kannst du vergessen. Also die linke Seite kannst du vergessen. Also der neuen Riese ist ein ganz mieser Motherfucker, der ist übel drauf. Das steht schon mal fest. Da kannst du nichts machen, ja. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, bei sowas, bei so overpowerten Figuren, wenn Leute dich zocken, ich gebe da eigentlich in erster Linie immer gebe ich den Entwicklern die Schuld. Und hier auch genauso. Ja, man versteht einfach nicht, warum man solche Figuren reinbaut. Die haben sie vorher nicht getestet. Das kann mir niemand erzählen, dass jemand gesagt hat, yo, die haben wir getestet. Die sind nicht overpowered. Das hat niemand gemacht, offensichtlich. Wer weiß, was dahinter steckt. Das ist ja eine Promo-Aktion Fruity Saft oder so. Oder irgend sowas. Auf jeden Fall ist es ja eine Werbung. Kann ja sein, dass in dem Deal stand, Leute, macht die Figur richtig krass, damit die immer schön präsent ist im Bild. Das kann natürlich auch sein, wir wissen es nicht. Aber, naja, dass es scheiße ist fürs Spiel, ist anscheinend egal. Naja, Leute, wir haben es versucht, wir sind ganz knapp gescheitert. Was soll's, ist mal eine längere Folge als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und haut rein. Tschüss.